So, weiter in der Vulkanfestung. Ich will erstmal da die Truhe mopsen. Kann der Typ mich sehen? Ich weiß es nicht. Rechts, links, rechts, links. Oh, Spitze. 50 Goldmünzen und ein Pokal. Nehmen wir natürlich mit. Und sprechen nochmal mit Pallas, ob er noch eine Aufgabe für uns hat. Hast du eine Prüfung für mich? Du hast bereits viel für den Orden getan. Es ist nicht notwendig, dass ich dich prüfe. Schön. Schön, schön, schön. In dem Nebenraum. Taylor, mit dem sollte ich reden. Was ist in dem Nebenraum? Ein Apfel. Und Bruno. Und eine Kiste. Aber an die komme ich nicht ran. Zwei Kisten. Oh mein Gott, hier kann ich mir ja richtig dick Beute machen. Und raus komme ich so noch gar nicht. Verdammt. Taylor, Truhe. Ein Buchständer. Ich lese das mal ein Buchständer. Und wieder Weisheit. Also ich habe glaube ich schon 9 Weisheit gemacht. 22 Weisheit habe ich einfach nur durch irgendwas lesen gemacht. Also, boah, heftig. So, Taylor. Ah, du bist der Neue, was? Ich bin Taylor. Meister Pallas hat bestimmt schon mit dir gesprochen, was? Ja, er sagt, du hättest was für mich. Hier ist deine Robe. Trage sie mit Stolz, denn sie zeigt deine Verbundenheit zur Vulkanfestung und zur Magie. Novizenrock erhalten. Und nu? Ist das alles? Nein. Jeder neue Novize bekommt noch eine Karte der Festung, damit er sich nicht verirrt. Okay. Warst du schon mal draußen? Ja, aber glaub mir, hier drinnen ist es sicherer als draußen. Wie komme ich hier raus? Pallas öffnet das Tor. Aber er wird es erst tun, wenn Meister Ignatius dich für würdig hält. Ah, super. Bist du freiwillig hier? Wie man's nimmt. Naja, das Essen ist besser als im Knast. Und hier habe ich was zu tun. Den Steinboden fegen? Unter anderem, ja. Wir teilen uns die Arbeit. Den Magiern ist es egal, wer die Arbeit macht. Hauptsache, sie wird gemacht. Wenn du willst, kann ich dir auch deine Kammer zeigen. Wer ist Meister Ignatius? Wer ist Meister Ignatius? Hey Mann, ich kann ja verstehen, dass du viele Fragen hast. Aber alles zu seiner Zeit. Du wirst Meister Ignatius schon früh genug kennenlernen. Also mach dir nicht in die Hose und sieh dir erstmal alles in Ruhe an. Zeig mir meine Kammer. Dann folge mir. Gut, gut. Aber vorher will ich noch was gucken. Na, mach ich später. Soll ich jetzt eine Truhe knacken? Na, immer ja auch bei Gelegenheit. Erstmal folge ich ihm. Oh, ein großer Innenhof. Wo ganz viele Rekruten und eine Wache ist. Ha! Ein neuer Rekrut! Warum trägst du nicht den Rock der Truppe? Ich habe mich für den Weg der Magie entschieden. Hört euch das an! Er hat sich für den Weg der Magie entschieden. Glaub ja nicht, dass du deshalb was Besseres bist. Bin ich aber. Du besorgst dir jetzt einen Stab und dann schwingst du deinen Arsch wieder zu mir. Ja. Ich rede später mit dir. Ich bin sofort wieder da. Das heißt, ich bin sofort wieder da, Meister Bronco. Ich bin sofort wieder da, Meister Bronco. Na also, hopp, hopp, beeil dich. Ja, komm, wir gehen weiter. Tja, das hier ist der Trainingsplatz. Hier scheucht Bronco die Neulinge rum. Wenn du die Grundausbildung absolviert hast, wird Meister Vitus deine weitere Ausbildung vornehmen. Also stell dich gut mit Bronco und du bist hier schnell durch. Lass uns lieber weitergehen, sonst denken die anderen noch, wir hätten nichts zu tun. Deine Schlafkammer teilst du dir mit Hemmler. Komm, ich zeig dir, wo sie ist. Wer ist denn Hemmler? Bist du denn Meister Vitus, okay? Stabkampf. Sieht interessant aus. Das wird, heißt bald kein Schild, kein Schwert, kein Bogen mehr. Nur noch Stab und Magie. Oh, hier kann ich... Oh mein Gott, ich kann hier auf Beutezug gehen. Leute. Heftig. Wenn ich hier raus bin, bin ich sowas von reich. Du, was ist los? Dieser Rekrut ist ermordet worden. Was hast du damit zu tun? Ich soll hier schlafen. Ich bin neu hier. Und genau deshalb bist du der Richtige dafür. Du wirst herausfinden, wer für diese Schweinerei verantwortlich ist. Okay. Mendoza. So schnell kennengelernt. Okay. Gut. Was genau ist hier passiert? Das Ergebnis meiner Untersuchung ist eindeutig. Dieser Mann wurde von hinten niedergestochen.
Es gibt keine Anzeichen von Magie. Es gibt also keinen Grund, dass ich mich mit dem Fall befasse. Verstanden. Wie soll ich vorgehen? Meister Vitus wird dich in dieser Angelegenheit unterstützen. Wieso ich dann? Willst du meinen Befehl in Frage stellen? Ich will nur wissen... Du wirst tun, was ich dir sage. Und du wirst niemals wieder eine meiner Entscheidungen in Frage stellen. Du weißt, was zu tun ist. Kümmere dich darum, Novize. Nur weil du so einen scheiß Rubin im Auge hast? Finde diesen Mörder, Novize. Ah, okay. Nun, das ist deine Kammer. Ich muss dringend noch was fegen, also du kommst schon zurecht. Ah, okay, Quest erfolgreich absolviert. Tyler, mal gucken. Ja, toll. Hemmler, ja. Immerhin bin ich jetzt alleine. Küchenmesser. Wurde erstochen, sehr schön. Dann nehme ich den Wein mit. Die Wurst. Ein kleines Krautpaket. Und seine Seemannskiste. Finde ich Dietrich hier und eine Pfanne. Irgendwo muss hier noch was liegen. Denn ich habe den Tatort zwar untersucht, aber Hemmlers Goldbeutel. Ha. Okay. Dann mal speichern und erstmal Beute zugeben, bevor wir weitermachen. Wo geht's denn hier lang? Da sind auch noch... Oh, leck mich am Arsch. So, gehen wir erstmal hier rein. Staubhaufen. Auf zu fegen. Du sollst hier klauen und nicht fegen. Meine Güte. Nehmen wir das Brot mit. Und die Truhe. Schade. Arr. Kann ich immer Glück haben. 13 Münzen, Telekinese und Flügel. Okay. Auf in die nächsten Räume. Ah, da war ja der Tote, genau. Das heißt, erst in den Raum hier rein. Bett. Staubhaufen. Lass den Staubhaufen in Ruhe. Flügel. Und einfache Truhe. Heiltrank und Mana-Wurzel. So, das Zimmer habe ich leer geräumt. Das war ja seins. Dann haben wir das hier noch. Brot und Tee. Und Goldmünzen, kleiner Heiltrank und Dietrich. Ja, sehr gut, die Dietrich kann ich gut gebrauchen. Warum liegt hier nicht in jedem scheiß verfickten Raum ein Staubhaufen? So, hier auch ein Staubhaufen, wieder Bett, Brot. Dreckiger Dieb, denkst du, ich bin blind? Ah, Kaspar, tu das nicht. Ah, bäh, das wäre eine scheiß Idee, da zu klauen. Komisch hat er mich... Was soll das? Warum ja, so, hier? Der hat mich bemerkt, deshalb. Ach so. Gut, dann jetzt aber dürfte mich nicht bemerken. Trotzdem speichere ich nochmal. Ist echt unpraktisch, wenn du von denen gesehen wirst. Brathering, Zwiebel, Flügel. Und die Kiste wollen wir auch noch eben ausnehmen. 80 Goldmünzen, Brathering, Grog. Das ist schon mal wieder ein guter Beutezug. Was willst du? Ah, das scheint Kaspars Bauhaus zu sein. Aber egal. Ich komme da trotzdem rein. Nächstes ist zu schwer für mich. Scheiß auf den Staubhaufen. Oh! Jetzt fegt ihr wieder den Staubhaufen. Du blöder. Novize. Nimm das Brot, nimm das Ei. Ah, Brot. Ei. Seemannskiste. Goldmünzen, Telekinese und Wasser. Also, ja, mit Kaspar rede ich nicht mehr. Da ist er. Ja, hier kann ich jetzt schlecht rein. Hier ist er direkt im Weg. Weinkeller. Tür. So. Nam. Wir haben viel. Boah, hier gibt es auch noch. Wie viele Behausungen es hier gibt. Oh mein Gott. Hier muss ich echt aufpassen, dass ich mich nicht verirre. Und auch alles mitnehme. Das ist viel wichtiger. Erstmal mit Vitus anlabern. Nun, Novize?
Scheiße, ich sehe gerade, wir haben gar keine Zeit. Deshalb erst im nächsten Video wird er erst angelabert. Also Leute, bis zum nächsten Mal.